Moin, meine lieben Serienfreunde. Ich muss euch das gestehen, ich schäme mich ein bisschen. Denn es ist mittlerweile 10 Monate her, dass ich euch Serien empfohlen habe, die offiziell beendet sind. Also mit einem geplanten Ende beendet wurden. Und deshalb hole ich das jetzt mal nach. Hier ist mittlerweile Teil 4 meiner abgeschlossenen Serien zum Bingen-Reihe hier bei Serienflash. Mein Name ist Ren, das hier ist Serienflash und wenn ihr keine News, Tipps, Neustarts oder Reviews mehr aus der Serienwelt verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und wenn ihr jetzt denkt, hey, ich habe die anderen 3 Teile doch noch gar nicht geschaut, am Ende in der Endcard verlinke ich euch die natürlich. Aber jetzt kommt erstmal Teil 4. And just like that, wollt ihr einen Coffee to go? Leute, Sex and the City ist zurück! Mit And Just Like That erwartet euch ab dem 9. Dezember das große Comeback von Carrie, Miranda und Charlotte, die mittlerweile in ihren 50ern erneut ihr wundervoll chaotisches Leben zwischen komplizierter Realität, Träumen, Freundschaft und Liebe präsentieren. Und natürlich, liebe Mr. Big ist auch wieder mit dabei. Hallo Schatz, da bin ich wieder. Ich weiß noch, wie du Pullover im Backofen aufbewahrt hast. Das neue Max Original gibt es bereits ab dem 9. Dezember bei Sky. Woche für Woche gibt es immer um 20.15 Uhr bei Sky Comedy eine neue Episode. Und am selben Tag ist das Ganze auch schon bei Sky Ticket und Sky Q abrufbar. Und zu Beginn, also am 9. Dezember, bringt uns Sky direkt die ersten beiden Episoden. Und wer Lust hat, Sex in the City, die komplette Serie nochmal durchzubingen, der kann das aktuell bei Sky Ticket ebenfalls tun. Wenn ihr jetzt aber denkt, da ich habe gar kein Sky, dann hätte ich noch ein Angebot für euch. Denn Sky Ticket gibt es aktuell für die Hälfte. Also, wenn ihr das Entertainment-Paket haben wollt, um die ganzen Serien wie And Just Like That zu gucken, Sky Ticket für die ersten 3 Monate minus 50%. Das bedeutet 4,99 € pro Monat für die ersten 3 Monate. Wenn ihr euch aber denkt, hey, ich möchte doch gerne auch die ganzen Filme sehen, zum Beispiel ab dem 26.12. das Meisterwerk Dune, dann bucht doch einfach das Sky Ticket Entertainment Cinema-Paket für 29,99 €. Ihr zahlt 2 Monate, bekommt aber 3 für diesen Preis. Ja, das ist ziemlich geil, oder? Also, viel Spaß mit Sky und vor allem mit And Just Like That. Hallo, ihr Lieben. Okay, wir beginnen mit einer Serie, die einige von euch in meiner letzten Liste mit meinen Lieblingsserien aller Zeiten vermisst haben. Eine Serie, die trotzdem meiner Meinung nach einer der besten Serien der vergangenen Jahre ist, nämlich Dark. Ja. Ich hoffe, ihr habt alle mittlerweile Dark geschaut. Also es gibt ja eigentlich nur 2 Parteien. Die einen sagen, ich bin ausgestiegen in der ersten Staffel. Die anderen sagen, ich habe es durchgezogen. Ich finde sie großartig. Obwohl, nee, am Ende, die 3. Staffel fanden nicht alle so großartig. Ich persönlich schon, denn wenn man sich die Serie nochmal anschaut, sieht man, ha, das war von Anfang an schon irgendwie geplant, dass das so passiert. Dark, worum geht's? Wer's vielleicht doch noch nicht mitbekommen hat. In Dark geht es um eine fiktive Kleinstadt namens Winden. Dort verschwinden plötzlich Kinder. Und dann taucht auch noch eine Kinderleiche auf, aber irgendwie passt die nicht zu den gesuchten Kindern und das wirft eine große Frage auf. Wer ist diese Leiche? Gleichzeitig macht sich ein junger Mann namens Jonas auf, jemanden zu suchen. Und auf seiner Suche findet er eine Höhle. Und diese Höhle reißt ihn in die Vergangenheit. Warum in die Vergangenheit? Das erfahrt ihr, wenn ihr euch Dark anschaut. Eine Serie, die sich um Zyklen dreht, um Zeitreisen, um miteinander verbunden sein. Eine Serie, die viele Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen verwirrte und eventuell auch doch ein bisschen crazy ist. Ich persönlich muss sagen, für mich eine der besten Serien überhaupt. Und ich kann nur jedem raten, sich diese Serie komplett anzuschauen. Es gibt insgesamt 3 Staffeln und wenn man irgendwann merkt, ich verliere den Überblick, weil man bekommt hier, es ist nun mal eine Zeitreiseserie, immer auch wieder Personen in verschiedenen Altern dargestellt. Und auch, obwohl das Casting großartig ist, checkt man manchmal nicht mehr unbedingt, wer hier mit wem verwandt ist. Und deshalb ein Tipp von mir, wenn ihr euch die Serie anschaut, geht auf dark.netflix.io. Das ist eine Seite, die euch je nach Staffel, je nach Folge, wie weit auch immer ihr gerade seid, zeigt, was ihr wissen müsst. Dark, für mich einer der wirklich besten Serien und eine wirklich gelungene abgeschlossene Serie zum Bingen. Die 2. abgeschlossene Serienempfehlung für heute ist Red Oaks. Ein Amazon Original mit insgesamt 3 Staffeln, welches ich euch schon vor Ewigkeiten mal empfohlen habe.
Red Oaks ist eine Comedy-Serie, die uns mit in die 80er Jahre nimmt, wo ein junger Mann in einem Country Club als Aushilfstennislehrer versucht, ein bisschen Geld fürs kommende Studium zu verdienen. Allerdings befindet er sich gleichzeitig auch auf einem Selbstfindungstrip. Während sein Vater möchte, dass er irgendwas im Finanzwesen studiert, damit er die familienbetriebene Buchhalterfirma übernehmen kann, möchte der junge Mann am liebsten Regisseur werden. Er möchte etwas Kreatives machen und wir dürfen dabei zuschauen, wie er letztendlich sich selber findet, wie er versucht herauszufinden, wer er eigentlich ist, mit all so Dingen, die man eben ja als junger Mensch hat. Und das in einem sehr überspitzten 80er-Jahres-Setting, was einfach wirklich großartigen Spaß bringt. Unterhaltung pur mit Red Oaks. Man muss das natürlich mögen, aber es ist eine wirklich charmante Serie für zwischendurch. Okay, kommen wir zur dritten Serie. Das ist eine Serie, die schon ein bisschen älter ist und meiner Meinung nach eigentlich jeder schon mal von gehört haben sollte, nämlich Mad Men. Habe ich hier ebenfalls schon das ein oder andere Mal empfohlen, aber ich gehe fest davon aus, dass immer noch nicht genügend da reingeschaut haben. Denn Mad Men ist zu einer Zeit gestartet, wo noch wenige Pay-TV zu Hause hatten und Streaming-Anbieter noch nicht mal existierten. Und jetzt hat vielleicht der ein oder andere immer noch nicht nachgeholt, was man einst hätte schauen können. Mad Men ist eine Serie, die vor allem wegen der Charaktere großartig ist. Denn im Mittelpunkt geht es um John Hamm. Der spielt Don Draper, einen ja, Kreativkopf aus den 60ern in New York, der ja in der Werbebranche als Genie gilt und das auch so ein bisschen auslebt. Er ist so ein richtiger arroganter Typ nach außen, der ein perfektes Familienleben lebt, aber in Wirklichkeit eigentlich das ein oder andere Affärchen hat und auch eine sehr finstere Vergangenheit mit sich herumträgt, die im Verlauf der 7 Staffeln immer mehr offenbart wird und ihn immer wieder in brenzliche Situationen bringt. Eine Serie, die uns auch das Thema Emanzipation in den Mittelpunkt stellt, denn es geht hier nun mal um die 60er Jahre, eine männerregierte Welt, eine männerregierte Zeit, wo vor allem in der Werbebranche Männer erstmal lernen mussten, wie bringt man Werbung an die Frau der 60er. Mad Men, großartig, wenn ihr es immer noch nicht geschaut habt. Jetzt mal anschauen. Aber hat 7 Staffeln, ihr braucht ein bisschen Zeit. Die 4. Serienempfehlung ist ein Drama aus dem Hause HBO und zwar von The Wire-Schöpfer David Simon. The Deuce mit insgesamt 3 Staffeln nimmt uns mit in die 70er, 80er Jahre von New York und erzählt uns, wie die Pornoindustrie ihr goldenes Zeitalter erlebte, als plötzlich irgendwie jeder an jeder Ecke anfing, Pornos zu drehen und der schmale Grat zwischen Prostitution und seriösem Pornofilm immer mehr verschmilzte. Im Mittelpunkt James Franco in Doppelrolle, denn er spielt einen Zwilling, und Maggie Gyllenhaal, die allesamt irgendwie an der neuen Pornoindustrie ja mitverdienen und dabei jede Menge Höhen und Tiefen erleben. Für mich ein wirklich gelungenes Drama, was hier in Deutschland, aber auch in den USA eher ja, sehr unbemerkt ausgestrahlt wurde. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Man muss sich aber darauf einstellen, dass da viel nackte Haut gezeigt wird und alles etwas ruhiger abläuft. The Deuce, 3 Staffeln von HBO. Okay, die nächste Serie, von der ich euch erzählen möchte, von der haben euch schon viele, viele Menschen wahrscheinlich erzählt und ich hoffe, ihr habt sie alle mittlerweile gesehen. Aber um die Liste vollständig zu machen, möchte ich sie natürlich auch in diese Reihe packen. Ich rede natürlich von Watchmen, der herausragenden HBO-Miniserie, die natürlich auf den Watchmen-Comics basiert, uns aber eher eine Fortsetzung erzählt, eine neue Geschichte, die davon handelt, dass die Selbstjustizler ja seit den 70er Jahren verboten sind, allerdings mittlerweile eine, sagen wir, terroristisch agierende Gruppierung maskiert Jagd auf Polizisten macht, weshalb die Polizisten selbst mittlerweile maskiert herumlaufen. Und im Mittelpunkt geht es vor allem um eine Ex-Polizistin, die in ihrer zweiten Identität als maskierte Rächerin-Heldin unterwegs ist und versucht, diese Terrorgruppe aufzuhalten. Das Interessante an dieser Story ist, sie wirkt erst so, als wäre sie losgelöst von den Watchmen-Comics, von den Stories um die Watchmen. Doch umso mehr man sich diese Serie von Folge zu Folge anschaut, umso mehr wird man doch wieder in die Welt von Watchmen hineingerissen und versteht, wie sehr dann doch diese neue Story mit den alten zusammenhängt,
meiner Meinung nach großartig erzählt, großartig gespielt und einfach eine würdige Fortsetzung überhaupt der Watchmen-Reihe. Ihr müsst nichts über die Watchmans wissen, um diese Serie zu verstehen. Diese Serie hat auch nichts mit den Filmen zu tun und trotzdem ist sie einfach großartig. Watchmen, die HBO-Miniserie, definitive Empfehlung. Eine weitere Serienempfehlung zum Bingen ist Lost in Space, ein Netflix Original, welches ein Remake der 60er-Jahre-Serie darstellt und uns wieder von Familie Robinson erzählt, die sich auf ins Weltall macht, um einen neuen Planeten zu besiedeln, doch auf dem Weg dahin auf einem anderen Planeten strandet und versucht, von da aus irgendwie dann doch noch ihr Ziel zu erreichen und dabei immer wieder durch Roboter gestört werden. 3 Staffeln gibt es insgesamt und diese 3 Staffeln sind meiner Meinung nach großartig. Ja, also bis auf Staffel 1. Wie zuletzt in meiner Kritik gesagt, fand ich nämlich eins, dass Staffel 1 ziemlich langweilig war und gar nicht so bildgewaltig, wie es hätte sein können, gestartet ist. Doch Staffel 2 und Staffel 3 hat dann bewiesen, dass es Netflix immer noch drauf hat. Lost in Space ist jetzt kein Foundation, wo etwas Größeres im Hintergrund aufgebaut wird. Nein, Lost in Space ist ein Familienabenteuerfilm eigentlich, nur eben auf 3 Staffeln aufgeteilt, wo es vor allem um den Zusammenhalt einer Familie geht und wie sie gemeinsam ihr Ziel erreichen. Bildgewaltig, mit einem guten Cast und wirklich unterhaltsam, Lost in Space bei Netflix. Und dann hätte ich noch eine Netflix-Miniserie für euch, und zwar True Story. Ist erst kürzlich bei Netflix gestartet und da es eine Miniserie ist, ist die Serie auch bereits beendet. Und zwar mit einer abgerundeten Geschichte. Im Mittelpunkt erleben wir in True Story Kevin Hart. Der spielt einen Comedian, der gerade hoch im Kurs ist. Hat einen krassen Film rausgebracht und die nächsten Projekte stehen schon an. Und plötzlich steht sein, sagen wir, missratener Bruder vor der Tür, nämlich Wesley Snipes. Der zieht seinen Bruder auch direkt mal wieder in ziemlich viele Dramen. Und die haben auch etwas mit Mord zu tun. True Story wirkt erst, als wäre es eine Comedy, ist aber letztendlich ein Thriller-Drama, wo ein Comedian versucht, irgendwie, man könnte sagen, zu überleben. Meiner Meinung nach gut gespielt, aber auch wirklich gut erzählt. Sollte man sich unbedingt mal anschauen bei Netflix als Miniserie. Ja, und damit möchte ich die abgeschlossenen Serienempfehlungen zum Bingen für heute auch beenden. Das war Teil 4. Die bisherigen Teile findet ihr in der Playlist jetzt hier irgendwo neben mir verlinkt. Klickt da gerne mal drauf und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welche der genannten Serien findet ihr ebenfalls gut oder werdet ihr euch jetzt vielleicht anschauen? Und welche abgeschlossene Serie könnt ihr noch zum Bingen empfehlen? Alles gerne unten rein. Das war's mit dem Video. Bis dahin. Cheerio.